bin total happy, dass trotz des etwas ungünstigen Wetters so wahnsinnig viele Läufer den Weg hierher gefunden haben und so wirklich einen fulminanten Startschuss gegeben haben für den ersten Mazda Eagerlauf. Und ich hoffe, dass wir diesen Lauf auch jedes Jahr neu wieder realisieren können, hier in den Gärten der Welt und im Eagergelände im Allgemeinen. Und das Herzstück dieser internationalen Gartenausstellung werden die Gärten der Welt sein. Und das Thema Bewegung, Sport, Wellbeing, neudeutsch gesagt, wird eine ganz wichtige Rolle spielen. Und natürlich ganz viel Grünflächen, viele Flächen für Kinder. Und besonders für Kinder beliebt oder bei Kindern beliebt ist der Irrgarten. Ich werde heute mitlaufen und ich versuche auch rechtzeitig im Start anzukommen. Sehr natürlich hier. Es ist, wie gesagt, bei uns um die Ecke unsere Haustür, unser Garten. Und deswegen war das für uns obligatorisch, hier zu laufen. Mazda Hellersdorf hat ja an der einen oder anderen Stelle noch völlig zu Unrecht ein ganz schlechtes Image. Ein solcher Lauf, der bringt viele Menschen hier in die Gärten der Welt und damit auch in den Bezirk. Und ich glaube, das ist dann für uns aus Bezirkssicht dann ein wunderbares Event, bei dem man auch den Bezirk mal von einer ganz anderen Seite erleben kann.